Ja, erstmal danke, dass du mit mir spielst. Das finde ich super. Ja, sehr gern. Ich bin nämlich ein großer Fan, wie du ja weißt. Und erstmal danke für dieses schöne Spiel. Und wie wir das mit den 400 Stunden machen, die mich das gekostet hat im letzten Jahr, müssen wir nochmal uns drüber unterhalten. Aber ja, es ist wirklich was ganz Besonderes, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Dankeschön. Und man weiß echt nicht, wo man mit den Komplimenten anfangen soll. Ja, cool. Ich weiß nicht, was du spielen möchtest. Mir wär's, also ich habe aus dem Quickplay ein paar gute Leute mitgenommen. Ich bin aber allerdings noch nicht warm und ich komme gerade aus dem Flieger. Deswegen Du, weiß ich ich habe hier nicht. alles Mögliche aufbereitet schon. Das heißt also, wir können einfach loslegen. Ich fange mit dem Level 1-Typ an und wenn der stirbt, dann kommt der nächste. Okay, dann würdest du sagen, wir haken die Dreierteams ab, damit wir nicht ganz Vielleicht so auf Draht zum sind? Eingewöhnen erstmal so ein bisschen, dann können wir uns ein bisschen aufeinander abstimmen, denke ich. Und ich Ja. meine, sobald das dann läuft, sobald wir so die ersten Bounties reingeholt haben, dann können wir ja ein Was bisschen, bisschen was zweifellos passiert, drauflegen. wenn man versucht, sich über ein Ach, Spiel zu definitiv. unterhalten. Definitiv. Sag mal, die Musik, habt ihr das intern, sind die intern gemacht, die Stücke, oder habt ihr Ja, da... das ist Ah ja. alles komplett intern gemacht. Das ist Wow, relativ cool. lustig, weil also unser Audio-Team hatte, als wir in den Early Access gegangen sind, hatten wir noch keine Musik, weil die Prioritäten waren einfach anders. Wir mussten natürlich den Ingame-Sound erstmal machen. Und dann irgendwie war dann so das Gefühl, so, ja, da fehlt aber was, wir brauchen schon noch irgendwas. So für Early Access, da muss schon irgendwie mit dem Song gestartet werden. Ja. Und dann haben die sich dann tatsächlich am Wochenende zusammengesetzt und haben dann da ein bisschen gejammt und dann Ach, kam echt. unser Summ-Song bei raus. Ah, sehr gut. Exzellent. Ja, und darauf baut ja auch, bauen ja auch viele der anderen Stücke auch auf. So, das ist Genau. musikalische Thema wird ja immer wieder aufgegriffen. Ich laufe einfach mal Richtung Blanchett. Genau, ich folge einfach. Wenn wir pushen, wie gesagt, ich hoffe, ich kann dann durchziehen. Ja. Ich gehe eigentlich mit der Fetteli auch ganz gerne rein, weil die hat ja auch ganz schön Bums so. Also ich kann einfach ganz gut mit der zielen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen. Wie fühlst du dich mit der Dolch in der Special Ammo? So, die Wetter, der dadurch jetzt quasi auch eine Sidearm-Option so ein bisschen von der Munitionssynergie verloren. Aber Ja. gut oder schlecht? Ich habe mich, ich hab's, ich wusste es nicht zuerst und habe mich dann dementsprechend geärgert, als ich es rausgefunden habe. Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut. Die Dolch benutze ich sowieso nur, wenn ich sie aus dem Quickplay mitnehme. Dann benutze ich sie sehr gerne, aber sonst kaufen würde ich sie mir nicht. So, wollen wir mal lauschen, nicht, dass uns hier eine auflauert. Sind Vögel? Achtung, ich ping mal. Jo. So, ich hole gerade mal den Club. Ja, genau. Wir können uns den zweiten noch holen. Ah, sehr gut. Ach, das habe ich nie so ganz begriffen. Das lag immer daran, ob das Gebiet, das Suchgebiet, in dem der zweite Clou in einer Anlage ist, halt auch ausgegraut wird, oder? Also. Genau, also es gibt ja diese drei größeren Gebiete. Es ist hier diese Blanchard Family Grave Geschichte, wo wir jetzt Richtig, gerade ja. sind. Und dann gibt es noch die Healing Waters Kirche und Port Rico oben im Ja. Nordosten. Und diese drei Locations haben die Möglichkeit, bis zu zwei Clues zu finden. Und der Genau. zweite Clou, denn ist halt nur greifbar, wenn der Sektor nicht durch das Nehmen des ersten dann auch ausgegraut wird. Also es kommt so ein bisschen auf die Verengung an. Okay, und nach welchen Regeln wird das bestimmt? Das ist relativ zufällig. Allerdings haben wir da zwei verschiedene Systeme. Die versuchen natürlich, dass auch dann der letzte Bosskampf dann auch das Finale in den unterschiedlichen Sektoren mal stattfindet. Dass es nicht irgendwie zum Beispiel immer sich so fängt, dass es in der Regel die Mitte ist. Ja, okay. Aber ich hole gerade den zweiten. Ja, ich aim hier runter gerade. Aber ich habe auch Okay. keine Schritte gehört bisher. Wollen wir erstmal Richtung Log Bay Ja, pushen Lockbay, und ich dann liebe können wir, Lockbay. falls es oben ist, können wir dann Richtung Alice rüber auf der anderen Boss mal ein bisschen die Chris holen. Ja. Es sind auch Schüsse irgendwo im Nordosten zu hören. Jo. Ah, es ist wirklich, man hat auch nach einer Weile so ein Lieblingscompound, in dem man gerne kämpft und sowas. Also ich mochte halt immer Lockbay sehr gerne. Was definiert das für dich? Also welche Attribute? Lustigerweise ist es oft auch anekdotisch. Also zum Beispiel, ich mag auch, wie heißt es, Reinhardt Null & Lumber. Sehr gerne, weil wir haben einen Kampf gehabt, wo wir wirklich das Untergeschoss komplett mit Konzertinas zugemacht haben und da haben wir so geruhlt, das war absurd. Das war eine der erfolgreichsten Runden, die ich hier gespielt habe. Also
nach damaligen Maßstäben und seitdem ist halt Reinhard Müll in Lama was, wo wir gerne kämpfen. Also das war dann ein Kampf, in dem wir diese Anlage richtig gut kennengelernt haben auch. Oh, das ist, Das ist nah dran. Das war's nicht. Anderes Ufer, Damm, Damm, Damm. Einer okay. Gesehen. Die kommen aber hierher. Ja, die rücken rüber, also zumindest einer. Der Clou ist hier auch am Heck oder? Nee, ist in der Senke. Und. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen links rum, ohne die Runde auszulösen. Wenn wir unten drunter durch, nach hinten hoch. Die würden wahrscheinlich dann nach Darrow weiter. Ja, die Vögel gehen hoch nach links, das heißt, sie pushen in Richtung. Richtung Westen, Nord. Aber erstmal machen sie noch Krach. Der Klo ist hier unten auf der Höhe von uns, dass wir können mit unten drunter durchgehen. Okay. Tür? Oder? Ja, die wissen. Ah ja, die wissen, dass wir da sind, ja klar. Ja, ich hab's gerade über Ingame Voice gehört, die sind aber im Clou oder oben drüber. Ich würde mal links, oh. Hier bei mir. In den Mittelbereich hier. Einer zumindest. Einer weg. Das wurde da drinnen auf. Hab ihn. Und das hören sie noch, ja? Es sei denn, sie haben es in Option ausgestellt. Das kann man raus auf. Na gut, das ist schon mal ganz erfolgreich, aber wir. So, okay, ein Target war hier vermutet da oben. Das heißt, ich würde sagen, wir pushen nicht Alice erstmal rüber und schauen mal, was so der andere Boss ja, genau, gibt. Ich auch sagen. Also wir hatten wie gesagt im Nordosten auf mittlere bis weite Distanzen Gefecht auch. Ich meine dabei auch aus automatisches zu hören. Kann sein, dass da welche noch hochgerüstet sind. Ja. Spieler, Spieler, klar. Spieler nach Südost. Ein Treffer. Ja, sind zwei. Bisschen wegpushen erstmal. Kommt was geflogen? Auf der anderen Uferseite sind noch welche. Das kommen wir noch zurück. Ah, shit, er hat mich. Ab die, kommt zum Revive. Ja. Die anderen kommen von der anderen Uferseite rüber. Jetzt knapp werden. Ja. Wieder unter das Boot. Wir haben Health hier vorne auf. Osten 1, 3, 5, 3 Meter. Mein Impuls wäre jetzt gewesen, unter das Boot zu rennen. Unter das Haus wieder, aber. Also die im Nahbereich habe ich erwischt. Hinten an der Uferseite ist noch Feind. Hast du beide geholt? Nur einen getötet. Du hast den ersten, glaube ich, gelegt gehabt. Ja, nee, gelegt hatte ich ihn nicht. Den nur beim ersten Mal getroffen. Der andere hatte eine Nagante, wäre ich irgendwie scharf drauf, aber du bist irgendwie der bessere Spieler, deswegen weiß ich auch nicht, ob du die nicht nehmen solltest, besser. Also auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ja, der ist ja auch noch. Da wird jemand gebrandet. Ich muss schießen. Daneben auch noch, na klar. Na, rechts oder links weg? Ans Ufer. Runter, ach. Nee, der ist am anderen Ende. Ja, jetzt. Ein Tag, ich ein. Kann das sein, dass der alleine ist? Unbekannt. Also weiße Ärmel, Anzug. Ah, nichts mehr drin in der Spritze, shit.
sehe ihn gerade nicht. Da liegt aber was hier, ne? Hast du den geholt? Also ich habe einen umgebracht. Jetzt gerade? Nee. Ich sehe nichts mehr, aber hier liegt auf jeden Fall einer. Vielleicht ist er auch verblutet, obwohl Blutungsschaden... Nee, ich gehe nicht davon aus. Ich vermute mal, dass es noch ein weiteres Team war. Also wir insgesamt hier dann jetzt mit den ersten, die wir ausgeschaltet haben, 4 Teams hier haben. Okay. Ja. Sagen wir, pushen jetzt mal ein bisschen weg, versuchen uns mal einen neuen Winkel zu finden hier. Ja. Also nach Richtung Alice rüber. Also erstmal zurückfallen, Mitte Kopf raus. Ah ja, ich wusste es. Ich habe kurz überlegt, ob... Okay. Marke? Ja. Konnte ich nicht mehr rechtzeitig sehen, nicht mehr rechtzeitig markieren, hieß eben halt. Ich würde mal kurz ein Stück wegflankieren. Hab jetzt einen neuen Michel, finde ja die bessere Waffe auf der Distanz. Wegen meiner können wir auch jetzt hier bleiben, weil er denkt, wahrscheinlich denkt, wir hauen ab. Ja, im Endeffekt müssen die aber erstmal rüberkommen, also so, weiß ja nicht, wie viele das tatsächlich sind. Ich sehe ihn da immer noch. Ich glaube, der Revive gerade. Auf der Brücke ist er. Liegt einer auf der Brücke? Ist möglich, ja. Dann sind da jetzt 2. Oh, warum treffe ich denn nichts? Der hat revived. Ich bin kurz vor tot, ich muss erstmal hier Deckung suchen. Ja, mach. Also sind 2 Morseens. Auf Distanz können wir jetzt nicht viel machen, dann müsstest du die alleine reißen. Ich hatte mit der Pistole nicht die Chance. Wenn du Health brauchst, hier unten drin sind mehrere Packs. Fehlt halt leider schon einer. Pushen. Ach, shit, durch den Zaun. Die blöde Sache. Komm mal runter zu dir. Kein Flash. Einer kommt übers Wasser. Oh, die kriegen's. Unsere Chance. Der geht nach oben raus. Ah, hat auch eine Schrotflinte. Ist an der Treppe oberhalb. Warum lebt er denn noch? Ah, das ist der berühmte 1 Meter zu weit weg mit der Schrotflinte. Ich hätte auch gehofft, dass die einfach ein bisschen mehr abgelenkt sind, dass wir das nicht so schnell wieder auf uns fokussiert. Naja. Ah, oh, Mist, ey, naja. Da hätte ich dann mit der Vetter den wahrscheinlich doch eher gehabt. Aber cooles Match schon mal zum Auftakt. Ja, vor allem, ey, waren ja wirklich alle am Ende beim Ja, ja, genau. Ja, ja. Der dich da geholt hat, gehörte auch nicht zu denen, die auf der Brücke waren, oder? Ja, meiner war ein Tier 3, der mich erwischt hat. Mhm. Es kann sein, dass das der war, der revived wurde. Das war auf jeden Fall nicht der mit den weißen Ärmeln, den wir bekämpft haben. Was heißt denn beim Killed by Smug? Level 47 und er hat einen Fall nach oben. Ein Fall nach oben, das ist das ELO-Rating. Das zeigt ja quasi, dass der ein kleines bisschen besser war als du. Ja, okay, alles klar. Ja.